Heute sind wir bei Familie Lochmann. Lochmann, bei Familie Lochmann. Na dann. Familie Lochmann hat keine Klingel. Dann breche ich hier ab. Familie Lochmann. Hallo. Hallöchen. Hallo, Frau Lochmann. Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass wir bei euch spielen dürfen. Hallo, Regina. Pierre. Guck mal, ich habe dir einen Stuhl hingestellt. Oh, vielen Dank. Da setze ich mich sofort hin, weil es ja auch eine Comedy-Sendung. Das Erschreckende ist, dass ich erstaunlich gut in diesen Stuhl reinpasse. Aber erzähl erst mal was über euch, Lochmann. Wir sind beide Paar- und Familientherapeuten. Ach, toll. Wir fahren zu denen nach Haus und machen es bei denen im Umfeld. Ach, ihr macht sozusagen Hausbesuch-Therapie. Genau. Dann. Du bist, Ich bin die Mutter von René. Vom René, okay. Genau. Okay. Gut. Und, ja. Und bist du freiwillig hier mit dabei oder wurdest du sozusagen gegen deinen Willen ins On gezerrt? Naja. Verstehe, ja. Du bist freiwillig mit dabei. Ist das ein Massagesessel? Ja. Oh! Mmh. Schon fertig? Ja. Bist du wieder heim? Gegenteiltag. Und es geht darum, das Gegenteil hereinzurufen. Und zwar exakt von dem Wort, das eigentlich gesucht war. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Oh, Entschuldigung. Oh, ich glaube, es ist gerade eine Stimme, die... Okay. Wann sieht man den Mond? Bei Tag. Nacht. Das war zuerst. Wie sind meine Haare nach der Dusche? Trocken. Wobei, ich weiß das natürlich nicht. Kann ja sein, dass du deine Haare imprägniert hast. Wer kämpft, kann verlieren. Aber wer nicht kämpft, hat schon... gewonnen. Er kam, sah und... Verlor. Wie sind die Temperaturen am Nordpol im Vergleich zu unserer Region? Warm. Das lasse ich gelten. Ja. Ja. Ich habe das Spiel gewonnen! Das zweite Spiel. Und das nennt sich Klopapier-Curling. Und dafür werden wir rausgehen. Die geilen Spiele habe ich jetzt wieder. Jetzt gleich oder kann ich noch? Okay, also wer näher an dem Kreuz ist, hat gewonnen. Wie viele Würfe hat jeder? Drei. Drei. Oh, warte mal ganz kurz. Ja. Ja, ja, ich hab die Rolle. Geil, oder? Ja, ja, halt. Oh! Da liegt ein Kind. Ist das okay? Hat das jemand da reingeworfen, ist euer? Ja, wir haben Fußboden halt. Ah, okay. Sind die beiden dichtesten hier. Die beiden dichtesten sind ganz sicherlich der Kameramann und der Tonmann, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Diese Rolle liegt Mittelpunkt 1,34 Meter vom Punkt entfernt. Ja. So, und hier haben wir 1,25. Oh. Das ist Regina? Oh. Aber was sagt euch das jetzt als Paartherapeuten? Ihr kommt in eine Wohnung und habt da eine Maschine, die sozusagen Körperkontakt ersetzt. Das ist ja eigentlich nicht gut, ne? Oder? Ja, eigentlich ist es ja... Da hast du schon mal recht, das ist ein Punkt für dich. So. Wie viele Kinder habt ihr jetzt? Ich hatte 5 haben wir jetzt insgesamt. Also ich weiß, was der Hammer ist? Ja. Mit dem 5. Kind hatten wir so eine Routine, das haben wir sogar allein rausgeholt. Die ernsthaft jetzt? Ja, hier ist zu Hause. Alleine. War dieser Stuhl ungefähr in dieser Position da mit im Spiel? Nee. Okay. Kann ich das nächste Spiel in diesem Stuhl auch machen? Nein, das ist nicht möglich. Schade. Na gut. Ihr beide habt hier einen Rührbecher mit Sahne drin. Und mit diesem Schneebesen müsst ihr diese Sahne steif schlagen. Und danach müsst ihr die Sahne über den Kopf halten. Und bei wem es zuerst raustropft, der hat dann verloren. Ach so. Boah. Sahne steif. Oh, ich habe ungeahnte Kräfte in meiner rechten Hand. Ich versuch's mal mit links, dann... Nee, das ist, als würde es jemand anders machen. Das geht nicht. Ich mach da jetzt schon eine Ewigkeit rum und nichts wird steif. Es wird nicht steif, aber es fängt an weh zu tun. Ja.
Einfach nur hoch 100. Ich habe euch Sahne geschlagen. Das ist ein Unentschieden, ne? Deswegen, weil es jetzt immer noch unentschieden steht, nach Spiel 3, würde ich gerne eine Schätzfrage machen, die wie immer aus dem Bereich der Tierwelt kommt. Wie immer? Wir haben noch nie eine Schätzfrage gemacht. Das ist die erste Schätzfrage überhaupt in der Geschichte dieser Rubrik. Und wie immer kommt unsere Schätzfrage aus dem Bereich der Tierwelt. Wie viele Beine hat der Tausendfüßler mit den meisten Beinen? 100. Du sagst 100. Ihr sagt 100? Okay. Ich sag mehr. So 300. Bei einem Exemplar der Art Ilacme plenipes. Ach so, Ilacme 750 Beine gezählt. Das ist so unsympathisch, aber ich doch egal. Ich bin ja geizig und ich freue mich. Aber selbstverständlich, ich bin ja kein Unmensch und deswegen habe ich auch was für euch. Eine Dauerkarte für die PM Krause Show. Freu dich. Eine Dauerkarte für die PM Krause Show. Du kannst 10.000 Jahre aufschütteln. Genau so fühlt sich unser Publikum. Das sind echte Emotionen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, die Kinder müssen jetzt nicht bei euch irgendwann mal in die Therapie.